Beachten Sie immer die Verlegeanleitungen und lesen Sie diese unbedingt vor der Verlegung sorgfältig und vollständig durch. Die Anleitungen sind in Paketen beigelegt und verbindlich. Grundsätzlich muss bei Estrichen und bei Fußbodenheizungen eine 0,2 mm starke PE-Folie ausgelegt werden. An der Wand die Folie ca. 10 cm hochziehen. Nach der Sockelleistenmontage wird der Überstand einfach abgeschnitten. Sie sollten beim Auslegen der Folie darauf achten, dass im Stoßbereich die Bahnen 30 cm überlappen. Zur Trittschalldämmung und zum Ausgleich kleiner Unebenheiten wird eine 2 mm dicke Komfortdämmunterlage ohne Überlappung ausgerollt. Der Dehnungsabstand zur Wand sollte 10 bis 15 mm betragen. Beginnen Sie die Verlegung in der linken Raumecke. Die Elemente werden mit der Federseite zur Wand ausgerichtet und mit Abstandkeilen fixiert. In der ersten Reihe werden die Elemente von oben in die vorherige Diele eingeklickt. Durch einen kurzen Druck rastet das Element ein. Das letzte Element der Reihe ausmessen und zuschneiden. In der nächsten Reihe beginnen Sie wieder links mit dem Reststück. Achten Sie darauf, dass die Elementstöße benachbarter Reihen mindestens 18 cm versetzt sind. In der weiteren Verlegung werden die Elemente leicht schräg in die zuvor verlegte Reihe eingesetzt. Das Element bündig an das vorherige heranführen, absenken und mit einem leichten Druck einrasten. Türstöcke müssen in Höhe des neuen Bodenbelags abgesägt werden, damit der Boden eine Dehnungsmöglichkeit hat. Im Bereich der Türschwelle wird hierfür ein geeignetes Profilsystem eingesetzt. So ist auch ein sauberer Übergang garantiert. Dies gilt auch, wenn im angrenzenden Raum der gleiche Boden verlegt wird. Das Element in der vorherigen Reihe einwinkeln, absenken und dann nach links unter den Türstock schieben. Die Elemente der letzten Reihe ausmessen, Dehnungsabstand beachten, zuschneiden und wieder eindrehen und absenken. Ist der Raum fertig verlegt, werden die Abstandskeile entfernt. Für die Sockelleistenmontage werden die Halteclips in ca. 25 bis 40 cm Abstand an der Wand befestigt und die Sockelleiste einfach aufgesteckt. Zum Schluss die überstehende PE-Folie abschneiden. Fertig! Tipp: Zum Lösen der Top-Connect-Verbindung stecken Sie die Selenio-Entriegelungshilfe von vorne in die Verbindung.
achten Sie darauf, das Werkzeug rechts anzusetzen. Alternativ können Sie die Elemente parallel auseinanderschieben.